Moin Leute, was geht? In diesem Video soll es mal um wirklich unterschätzte Pferde gehen, nämlich die Arbeitspferde. Denn diese werden von vielen Leuten gar nicht beachtet und ja, den Grund dafür verstehe ich selber nicht, denn die Pferde haben eigentlich schon wirklich was drauf. Das schauen wir uns heute einfach mal gemeinsam an und nebenbei über eine positive Bewertung oder ein Abo würde ich mich sehr freuen, aber wie gesagt, fangen wir einfach gleich mit dem Video an. Im Stall angekommen haben wir schon die Auswahl zwischen den niederländischen Warmblut, den Upper Losser und den American Paint. Wie auch in den anderen Videos fangen wir von oben an und arbeiten uns nach unten durch und starten mit dem niederländischen Warmblut. Dieses gibt es für $150 in zwei verschiedenen Fellfarb-Varianten und für 18 Gold in der besten Ausführung so gesehen. Und meiner Meinung nach lohnt diese sich schon ziemlich, weil ihr habt wirklich gute Werte und vom ganzen Verhalten ist das Pferd auch gar nicht so schreckhaft. Aber die $150 Variante ist auch nicht wirklich schlechter als die 18 Gold Variante, von daher ist da jetzt nicht der große Unterschied zu sehen und da muss man selber entscheiden, ob es sich lohnt, so ein Pferd zu kaufen oder nicht. Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall die 18 Gold Variante. Schauen wir uns das Pferd mal von draußen an. Aufverbunden als Stufe 4, nebenbei 18 Gold Variante. Man sieht hier, der Aussauerring ist fast komplett gefüllt und das Leben ist auf 75%. Was jetzt Geschwindigkeit und Beschleunigung angeht, in der Geschwindigkeit hat dieses Pferd 7 von 10 Punkte und jetzt so wirklich langsam ist dieses Pferd nicht. Was jetzt das Gesamtverhalten dieses Pferds angeht, muss man wirklich sagen, es ist ein ziemlich ruhiges Pferd. Es ist euch wirklich treu und man kann wirklich gut damit arbeiten. Geschwindigkeit sieht man im Hintergrund, die ist so ungefähr durchschnittlich bei den Pferden. Vielleicht sogar oberer Durchschnitt. Jedenfalls das Gesamtverhalten dieses Pferdes würde ich bei der Kategorie Foxtrotter so mit einordnen. Und von daher sind diese Pferde gar nicht so schlecht. Machen wir weiter mit den Upper Losser. Diesen gibt es in vier verschiedenen Fellfarben. Zweimal für $130 und zweimal für 18 Goldbarren. Was hier auffällt, die Werte unterscheiden sich auf jeden Fall gewaltig, was jetzt $130 und die 18 Gold Variante angeht. Von daher ist meine Empfehlung, die 18 Gold Variante zu wählen, wenn ihr dieses Pferd haben wollt. Jedenfalls, was die Werte angeht, sehen diese genauso aus wie beim niederländischen Warmblut, das nur nebenbei. Aber schauen wir uns das Pferd von draußen an. Hier sieht man schon genau die gleichen Werte wie beim niederländischen Warmblut. Egal ob es jetzt das Leben, die Ausdauer oder die Geschwindigkeit ist. Diese ist bei den beiden Pferdkategorien gleich. Und optisch sieht dieses Pferd eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Und genau wie das niederländische Warmblut ist das Verhalten von diesem Pferd wirklich gut. Richtig ruhige Pferde. Ich persönlich habe dieses Pferd in der Story benutzt und war damit wirklich sehr zufrieden. Vor allem was jetzt die Werte angeht, Ausdauer und Leben, sind diese eigentlich schon wirklich gut. Sind zwar nicht die besten Werte, allerdings kann man damit auch wirklich gut arbeiten. Die Geschwindigkeit sieht man gerade im Hintergrund auch relativ zügig unterwegs. Auch wieder so durchschnittlich bis oberer Durchschnitt, hätte ich jetzt so gesagt. Und für alle, die ein ausgefallenes Pferd haben wollen, was jetzt die Farbe angeht, sind diese Pferde meiner Meinung nach genau richtig. Das letzte Pferd im Bunde ist das American Paint. Dieses gibt es auch wieder in vier verschiedenen Fellfarben. Zweimal für $130, einmal für 6 Goldbarren und einmal für 17 Goldbarren. Ich persönlich muss sagen, die 17 Gold Variante ist die schönste. Ist wirklich gut gelungen und halt von den Werten her die beste. Von daher kann man sich diese kaufen, wenn man das Beste aus dieser Kategorie haben möchte. Beziehungsweise aus dieser Rasse. Ansonsten gibt es natürlich wie gesagt noch die Alternative für $130. Aber schauen wir uns das Pferd doch einfach von draußen an. Auch wieder auf Verbundenheitsstufe 4. Man sieht's. Was jetzt Leben und Ausdauer angeht, sind diese etwas schlechter als bei den anderen zwei Pferden, aber das ist jetzt auch kein großer Nachteil, beides auf 75%, was jetzt Leben oder Ausdauer angeht, kann man wirklich gut mitarbeiten.
Und jetzt auch wieder die Geschwindigkeit mit dem optimalen Sattel kann man dort auch ganz einfach 7 Punkte erreichen. Von daher ist das auch jetzt nicht unbedingt ein langsames Pferd. Und optisch, wie gesagt, sieht dieses wirklich schön aus. Von der Geschwindigkeit her ist dieses Pferd genauso schnell, beziehungsweise ungefähr so schnell wie das niederländische Warmblut und der Appalossa. Und von daher gibt es auch kein schnelleres oder langsameres Pferd unter den dreien. Jedenfalls, wie gesagt, sehr schöne Pferde und vom Verhalten her sind diese auch nicht schreckhaft. Von daher kann man damit gut arbeiten. An dieser Stelle möchte ich nochmal meine PSN-Community erwähnen. Den Namen seht ihr unten eingeblendet. Für alle, die Bock auf entspanntes Spielen haben, Hilfe brauchen, die können da gerne eintreten. Und ich hoffe, ich konnte euch von den Arbeitspferden überzeugen, dass diese gar nicht so schlecht sind, wie man eigentlich denkt. Und natürlich bedanke ich mich fürs Zuschauen und ciao.